Oh Gott! Da sind Monster! Sehr sexy Monster! Da sollten wir doch ein paar Spiele produzieren, übrigens. Ja. Ich lege mal vor mit einer 500.000 Alter, einfach. Wirklich? Ich lege mir eine 1.000.000 vor. Ja. Ja, wenn ich die nicht verkaufe, zahle ich sie selber. Okay, das ist, verstehe. Das ist ein Deal. Und bevor wir dein Spiel entwickeln, würde ich kurz ein Update... Wir entwickeln es erst, wenn wir einen Spielbericht zu dem Spiel kriegen. Ach so, ja, richtig. Ja, wir wollen ja. Und mit wir meinst du dich, weil wir natürlich jetzt hier ein kleines Battle am Laufen haben. Ich habe ein eigenständiges CDI-Spiel entwickelt. Ein CDI-Forsch-Spiel entwickelt. Ja, Very Sexy Monster, interaktiver Film. So, und Basti wird jetzt da auch gleich quasi anschließen. Ja, also ich meine, eigentlich brauche ich es nicht, weil ich habe ja hier die Settings offen. Ich habe mir die Settings schon... Das wäre aber interessant, ob man damit jetzt ein 100% Spiel... Das glaube ich nicht, weil da bräuchtest du die richtigen Leute auch. Das stimmt, aber gibt es die richtigen Leute? Haben wir nicht, wahr? Das ist schwierig. Ich habe hier noch niemanden gesehen, der ein CDI-Spiel... Nee, macht auch nichts. Ich glaube, das gibt's doch, geht doch gar nicht, oder? Weil wir haben gar keinen... Da will, also doch, müsste ja Leute geben, die besonders gut... Ich weiß, es ist sehr unrealistisch, aber es müsste Leute geben, die sehr, sehr gut darin sind. Ja, okay. Theoretisch, aber naja, gut. Ich weiß nicht. Ich bin halt, wie gesagt, in diesem Spiel auch kein Experte. Aber ich gehe jetzt hier auf $25. Und mit dem Update können wir auch noch mal aus dem Adam-Kram ein bisschen was rauskitzeln. Auch Gods of Space. Da geht auch noch was. Ich bin so gespannt mit Very Sexy Monsters. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Erfolg mit diesem Spiel kriegst. Was? Naja, ist ja auch für uns. Ich weiß nicht, ob jetzt die 10 Millionen wieder reinholen. Ich freue mich, weil ich dann auch auf... wenn dein Erfolg ist, auch mein Erfolg. Ja, das ist natürlich. Ja? Also da sind wir ja... Ist ja logisch. Ja. In der Zwischenzeit, hier sind wir schon bei 10. Oha. Ja, dann nimm doch, also mach, ist doch egal, hau raus. So. Warte mal, können wir mal im Update hinterherhauen. Wirklich? Ja, komm, man hat erst 2 gehabt. Nur auf dem Papier klingt das gut. Ja, jetzt aber, mit funktionieren. Damit aber na gut, egal. Aber guck mal, hier Angriff der Meeressee. Da denkst du dir nicht aus. 183.000 in der Woche? Denkst du dir nicht aus. Da müssen wir nachproduzieren, das weißt du, ne? Ja. Also zumindest einmal nochmal 200.000, oder? Ja, na locker. Ich würde sogar eine halbe. Also ich würde eine Million, aber eine halbe. Also keine ganze Million würde ich nochmal reinschmeißen. Na, da bin ich nicht so sicher. Meinst du? Meinst du, es könnte wieder einbrechen? Aber wir können auch eine Woche warten. Dann gucken, wenn es, sagen wir, über 150.000, dann gehen wir nochmal auf die 500.000. Okay, alles klar, abgemacht. Okay. Jetzt warten wir. Ihr seid live dabei, wie wir jetzt warten. Wir warten vor allem, was mit Very Sexy Monsters passiert. Ja, da warte ich auch ein bisschen drauf. Ist beide sehr spannend gerade. Oha. Ja, Mats. Aber guck mal, hier auf 100, ja, dann gehen wir, was hast du gesagt, 250? Ja. Ja, mach 300.000. Was wollte ich produzieren? Ja, was wolltest Monsters? Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja, da, wo nichts mehr da ist. Wieso ist denn alles ausverkauft? Nee, da können wir 500.000 machen, da kann ich dir schon sagen. Aber wir machen 250.000. Weil wir haben das jetzt gesagt. Aber guck mal, es sind auch allein 60.000 offene Bestellungen. Ja, wenn ja. wir sagen, wieder 100, dann ist das doch gleich schon wieder ausverkauft. Very Sexy Monsters. Für was habe ich das denn jetzt überhaupt entwickelt? Erst CD Forsch. Ja. Dann hast du den Rest angenommen. Stimmt, ja, richtig. Ja, ja, Forschboy, ja, ja. Der gar nicht Forschboy heißt. Der kommt noch, der für Forschboy PC kommt. PC und dann noch für irgendeinen so Super X oder sowas. PC okay. Engine. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, das kann ich noch retten. Also, ich glaube, die Million werde ich los. Ja, ist okay. Das ist auch noch sehr teuer, das Spiel für und so. Naja. Doch. Guck mal, jetzt sind es schon 42.000. Fast 100.000 verkauft. So, ja. Herr Simmer. Ja, klick mal rauf. Ja. Spiel entwickeln wollen wir. Richtig. Okay, wir produzieren ein Spiel, was praktisch, also das ist nämlich cool, wir sind mittlerweile so ein erfolgreiches Spielstudio, dass wir ein Spiel machen über uns selbst. Oh ja. Über 10 Euro Dislike. Ein neues Format, was wir haben. Bruder, du bist so einer, der liest sich auch SEO-Sachen durch, wa? Du schlauer Fuchs doch. Ich bin SEO. Du bist SEO-Basti, ey. Ja, SEO-Basti. Also, was wird das? 10 Euro Dislike. Gibt's hier Eurozeichen? Na, klar. The Game? The Game, klar. Das ist halt... ungefähr so gut wie Schlag den Rab, das Spiel. Aber wenn das unser Niveau ist, dann ist in Ordnung. Retail ist klar. Ja. Ja, Spielgröße, so wie wir können. Gerade noch, ja. Zielgruppe machen wir mal schon Adult. Erwachsene auch. Ja. Ja. Das denkst du ja gerade alles aus, ne? Nee, ich sag, also, ich gucke im Internet nach. Ist in Ordnung. Ich versuch's mal so, wie es im Internet steht. Okay. Thema. Ja. Okay, da gibt's jetzt keine, obwohl doch, warte mal. So, Thema. Ja. Da bin ich gespannt, weil jetzt lernen wir nochmal richtig was. Ja, wir gucken mal. Interaktiver Film. Ja. Thema steht hier nicht. Okay, machen wir selber. Jo. Was hatten wir denn? Also ich hatte gerade... was hatten wir bei 10 Euro Dislike in der ersten Folge? Was ach so, da? Das war einmal Traktoren. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es das gibt. Also es müsste so Landwirtschaft oder sowas sein.
Transportwesen vielleicht? Transportwesen, eigentlich ist Reparatur, so Werkstatt ja, oder sowas. Werkstatt, Reparatur, aber das gibt es auch, glaube ich, nicht. Wirtschaft ist es doch, oder? Ja, aber im Entferntesten. Da würde ich mal gucken, ob es hier irgendwie... hier, Landwirtschaft gibt es doch. Ja, Landwirtschaft. So. Zweites Thema war Liebe. Liebe, genau. Gibt's Landwirtschaft Liebe? Und... Na, also, wenn es Liebe nicht gibt, dann gehe ich sofort nach Hause. Ja, danke, Mats. Tschüss. So schön, dass ihr alleine bei es gibt keine Liebe, es gibt nur Lastkraftwagen. Vielleicht steht es unter Herz. Ja. Da bist du schon vorbei, ne? Ja, ich weiß. Hacken, Haustiere, Hexen, Hasen, historisch, Horror, Hölle. Glück vielleicht? Gibt's Glück? Glück klingt gut. Geister, Glücksspiel, Glücksspiel könnte man, es ist also sinngemäß. Ja, mach. Weil Liebe ist ja auch ja, ein bisschen Glücksspiel. Ist ein Glücksspiel. Also, so. Ja. Weiter geht's. Hier wird es ein interaktiver Film, euch hört. Ja, natürlich. Und als zweites, ach, hier, das steht leider nicht, die Kombination, aber es macht nichts. Naja, da kannst du ja, das ist ja... Adventure. Ich glaube, nee, es gab drei Sachen. Also Denkspiel war gut, Geschicklichkeit und war es Adventure? Ja, du hast recht, Adventure ist gut. Ich habe nichts gesagt. Mit unserer Super Engine natürlich. Jawohl. Dann geht's weiter. Plattform natürlich, müssen wir... CD Forge. Da gibt es schon 9 Spiele, ey. Meine Fresse. Das und PC natürlich. Und ich möchte dann natürlich das... Was Neues kaufen? Nee, da gibt es was Neues? Nee, ja, es gibt jede Menge Neues. Na dann, lass mal gucken. Also gucken wir, was alles gibt. Ja, den Nintendo Game Joy natürlich. Den möchtest du? Ja, klar. Ein ganzes Spiel gibt es. Dann gibt es 2 Spiele. Das ist noch nicht verkehrt. Okay. Okay. So. Dafür entwickeln wir jetzt. So absurd. Geht nicht. Okay, mach das. Okay, haben wir uns spontan umgeschlossen. Ja. So. Ja, genau. Ja. Okay, also Optik bitte auf 5. Also rechts. Ja, haben wir. Story auf ganz links, also so wie es ist. Und Spieltiefe auf einsteigerfreundlich komplett. Und ja, da ne, ein Stück zurück. Perfekt. Aha. Ja, da warst du ja bei dir gar nicht so schlecht. Nee, ja. Da war ich gar nicht, weil hier wusste ich noch nicht. Interaktiver Film, ne? Ich meine, was ist einsteigerfreundlich? Ja, ja. Also 25%. Und dann? 30%. 25 und 20. Der erste und wir muss machen auf natürlich 20. Alle Sprachen. Ja, sicher. So. Außer Französisch. Russisch. Fast. Ja, ich habe hab das gerade gesehen und das ist ja hier aber auch wirklich ist ja. Auch gemein. Immer gibt es ja nicht noch irgendwie Ungarisch. Ich kenne das aber auch. Ist so. Okay. Ach, wir müssen sogar größer werden mittlerweile. Ja, aber es macht ja nichts. Wir können eine Sache können wir rausnehmen. Na, Steuerung musst du wissen. Ach so. Also, weil Steuerung Level per Editor. Maus... Level Editor. Kein Level Editor? Nee. Na gut, okay. Ja, wir brauchen schon Level Editor. Da musst du eine eigene Kamera haben. Ach, keiner. Programm, so viel Speicherplatz hat doch keiner. Ich wollte gerade sagen, das ist doch absurd, hast du recht. Ja. So, also, ich mache alles andere, hau ich mal trotzdem auch für dich an, ne? Weil das ist ja nun nicht verkehrt. Da wollen wir ja fair bleiben, das hatte ich ja auch. So, Sounds gut. Oh, es gibt jetzt professionelle Sprachaufnahmen. Oh, warte mal, sind wir noch da? Können wir da noch was ändern? Nee, wa? Naja, nee, man kann abbrechen. Aber... Nee. Aber ist egal. Aber Adventure haben wir ja gemacht. Es ist ja ein Adventure. Ist richtig. Es ist doch gar nicht verkehrt. Okay, so okay. Das läuft alles. Danke, Mats, für deine Unterstützung. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich schmeiße für dich auch sogar schon meine Marketing-Kampagne. Das ist sehr nett von dir. Weil ich habe nämlich das Gefühl, die brauchst du. Robin und Mats sind die spielt man. Man kann sich am Anfang aussuchen, welche Person man spielt. Ja. Und dann kauft man für die andere Person ein ganz schlechtes Spiel. Ja, richtig. Und dann muss man das Spiel von dem anderen spielen. Also es ist ein Spiel im Spiel. Man kann nämlich dann mittendrin den Werkstattsimulator spielen oder Emilys wahre Liebe. Muss. Also muss, es ist wenig mehr können. Und wir haben wahnsinnig geiles Feedback gekriegt. Aber so Sachen, da reden wir eigentlich im Podcast drüber. Ja. Also, weil im Podcast werden wir richtig ausweiden. Ja. Also ihr habt den dann wahrscheinlich schon gehört vielleicht. Den neuen? Achso, ja, das kann sein, das stimmt. Ja. Oh, neue Forschung. Oh. Sehr gut. 1,5 Millionen. Wir haben fast die halbe Milliarde, ja? Ja, aber... Ja, was? Was ist eigentlich mit unserem gekauften... Da können wir, müssen wir gleich mal gucken. Was da wohl immer am Ende des Jahres erst sein, ne? Monatsweise. Ich weiß ja nicht, ob die gerade guten Tag hatten. Also, ob die gerade dann irgendwas entwickeln oder ob sie gerade sagen so, ja. So, wäre ich Sexy Monsters. Da muss ich mal ein bisschen intervenieren. Alter, wie krass. Angriff der Meeressiebe, wie es noch ist. Ich habe auch gerade echt noch eine Million hinterhergeschoben. Das ist wirklich gut. Wäre sexy. Und da können wir noch mal ein Update, theoretisch. Also Angriff der Meeressiebe, wie es X3 sollte 1994 auf jeden Fall. Wir sind schon 93. Ey, wow. Ey, wir sind gut dabei. Ich weiß nicht, ob wir schon Weltmarktführer sind. Nee. Auch nicht nah dran wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Obwohl zu der Zeit eine halbe Milliarde Umsatz. Verkaufte Einheiten, das ist natürlich CD. Frosch läuft ganz gut. Also guck mal, ist doch... Ja. Und Gewinn? Das ist nämlich schon gar nicht so uninteressant, ne? Also gar nicht so uninteressant, finde ich. Muss man mal sagen. So Plattformen,
Marktanteil, da sind wir ja immerhin auf Platz 1, 2, 3, 4, 6 von. Wir sind ja echt viel günstiger. 7. Trotzdem produzieren kaum Leute Spiele für uns. Naja, ja. Obwohl, ich glaube, das kommt noch. Guck mal, wir haben zum Beispiel mehr als das Nintendo Game Joy. Wieso hatten das Scheißding? Muss man mal wirklich fragen. Mit 2 Spielen. 9% Marktanteil? 9% Marktanteil. Und wir mit unserer. Na gut, vielleicht ist das. Das ist selbst wenn du ein B-Plus. Wahrscheinlich günstiger. Ah, das kann es natürlich sein. Weil wir die Dinger mal so voll mit Technik packen, wie geht. Weil, ja, wir sind ja Sony, ne? Und nicht Nintendo. Ja, genau. So ein bisschen. Naja. Oder. Kann man ja. Also anders zumindest. Naja. Richtig. So sieht es nämlich aus. Angriff der Meeresiegel gewesen. Ich bin großer Fan von dieser Reihe. Weil sie viel Geld einbringt. Ja. Und weil das einfach auch sehr gut ist, weil das auch 2 Jahre Geschichte der Superkreuzburg umfasst. Oh ja, Angriff der Meeresiegel gewesen ist richtig. Das ist eines der Hauptthemen gewesen. Ja. Also, wir haben nicht viel der Welt hinterlassen. So kann man sagen. Aber Meeresiegelwesen, und obwohl das gab es ja auch schon vorher, es lag halt unentdeckt in so einer, in so einem Ding rum. Und du hast es ausgegraben. Ja. Das muss man schon mal sagen. So, guck mal, das läuft doch schon mal hier gar nicht so schlecht. Ja, hier. Da gibt es noch ein bisschen mehr Mühe, ne? Das muss schon ich habe da alles. Verzehnfache Punktzahl. Very Sexy Monsters läuft jetzt, also zumindest ist okay. Konstant. Also solange es so läuft, bin ich zufrieden. Viertelmillion. Wir kriegen das auch abverkauft, wenn du richtig mit Updates und so. Ja, im Preis kann man nochmal runtergehen. Ich glaube, da warten viele. Viele sagen, ja, Very Sexy Monsters ist ein Spiel für mich. Ich fühle mich sehr angesprochen. Ja, und auch die, die es haben, beneide ich schon so ein bisschen, weil die spielen das schon so. Ja, und die deren Leben scheint sich auch zu bessern und überhaupt scheinen da viele, viele positive Aspekte. Ja. Die sehen auch plötzlich sexier aus. Ja. Aber. Sie sind halt auch Monster, weil sie so viel Geld bezahlen dafür. Aber guck mal nach, was wir von dem anderen Hersteller, den wir gekauft haben. Das interessiert dich gerade, wa? Ja, wirklich. Aber da doch Finanzen. Wir können über die Monatsbilanz gucken. Eigene Spiele von, oh, hier immer 15.000. Okay. Ja, in Spiele von Tochter für noch 200.000. Ja. Also. Was haben wir bezahlt? 20 Millionen? 25? Sie können ruhig noch ein bisschen. Aber das ist ja auch für unsere Konsolen, glaube ich, ne? Alter, dieses Jahr, letztes Jahr, 92. Ja. Alter, also, meine Fresse, ey. So viele Jahre. Also. Wenn wir da investiert hätten in unsere eigenen Dinge. Ja. Ich bin mittlerweile Bitcoin-Millionär, weil ich früher so viel Bitcoins gemeint habe, aber ich lasse es mir nicht anmerken. Das sieht man. Also, dass es dir nicht anmerken, das meine ich. Ja. Was wollte ich denn jetzt gucken? Ich wollte nur einmal nach, nach Entwicklern auch nochmal gucken. Aktienanteil, was haben die denn, was machen die denn so? Ja, doch, wir haben tatsächlich. Okay, wir haben auch. Es kostet uns 500.000 monatlich, aber der Firmenwert ist 100 Millionen. Und sie haben 100, guck mal hier die Spiele. Fred, was kam das? Voyage, Voyage. Man weiß halt leider nicht, für welche. Das auch, lieber Entwickler, falls ihr das hier seht. Kann ja sein, aus Gründen. Wäre noch schön zu sehen. Es sei denn, ich bin jetzt doof, aber hier sieht man es nicht, ne? Für welche Konsole das rausgekommen ist. Da unten doch, man sieht's. Wo? Hier unten. Ah, liebe Entwickler, das habt ihr sehr gut gemacht. Herzlichen Dank. Ich liebe es, wenn ganz schnell reagiert wird. Muss man mal sagen, die Entwickler von Mad Games Tycoon, hervorragend. Danke. Beide Daumen hoch. Ja. Donkey World. Ja, die haben nicht so, okay. Also das heißt, Red Voyage kam tatsächlich dann auch für alle und uns raus. Ah ja, okay, gut. Super. Man könnte auch noch mal, ich meine, wir haben fast 500.000, man könnte auch noch mal sagen, man investiert ja. Wir wollen ja irgendwann eine neue Konsole rausbringen, oder? Brauchen wir ja, das stimmt, da brauchen wir Asche. Also wir können das natürlich machen, aber wir können aber 25% kaufen, so einfach zwischendurch. Ja, da haben wir ja nichts von. Ich will schon. doch 25%. Ja, aber ich gehe ja auch nicht in den Laden und kaufe 25% von dem Brot. Ich will da schon komplett. Naja, doch, du kannst 25% von dem Brot. Ein kleines Brot kaufen. Ja, das stimmt. Ja, oder auch so. Ich habe letztens gesehen, gab es 3 Scheiben für 1,99. Nee, das ist gar nicht dumm. Meine Oma. Ja, gut, für deine Oma. Ist okay. Da musste ich immer mal so 4 Scheiben Brot mit holen. Aber da kann man auch, ich wollte gerade sagen, zum Fleischer gehen. Moment. Ja. Kühlschränke, hier sind sie nicht. Ja. Aufenthaltsraum. Da habe ich sie auch schon gesehen. Modernen Kühlschrank. Sehr modern, den kannst du auch mal einfach im Flur stellen, oder? Ich glaube, nee, geht nicht. Entweder zu wenig Platz. Kannst du das auf Flur stellen, bitte? Nee, leider nicht. Wir sind immer möchten. Mitten im Raum. So, guck, und schon sind sie wieder glücklich. Ja. Da gibt es noch Aufträge, die wir noch erfüllen können, ne? Ja, aber die sind ja gerade alle hier belegt. Nee, ich meine hier unten die Produktionsaufträge. Ach so, der macht ja hier. Ne? Du weißt, was passiert. Der macht einen Auftrag wenigstens. Nehmen. Aber der macht doch hier. Ja, aber der dauert doch so lange. Wir können ja eben, aber machen. Wenn wir jetzt hier die, dann kommt gleich. Gleich ist wieder hier. In der Zeit hat er schon alle produziert.
da sitzen wir dann wieder da und dann heißt es so, guck mal, eine 4DO. Nee, sie will ich haben. Mats, das ist ja eins besser als eins. Wir haben das ja gar nicht. Eine Dimension mehr. Ja, wir haben eine Dimension mehr, ihr Ficker. Kommt daher, wenn ihr was wollt. 3DO. 3DO. Ja. 4DO. Das wird gut hier. Ein gutes Gefühl dabei. Ja, das ist also die Werte sehen. Ach so, kann sein, dass ich vergessen habe, ihn zu sagen, dass er Grafik entwickelt. Ja, danke. Nee, das war jetzt gar nicht Absicht. Ne, ist egal. Ich bestimme, wann das Spiel veröffentlicht wird. Das dauert eine Weile. Ja, das stimmt. Aber warte mal, ich mach mal hier die Koordinierung hier aus. Und sag ich mal, dass wir hier ein bisschen schneller arbeiten. Ja, 50% ist ja gut. Wann wollen wir eigentlich umziehen? Wenn wir die nächste Konsole... Bevor wir die nächste Konsole machen, oder? Ja, ja, ja. Warte mal, wir können es auch am Geld festmachen wieder. Ne? Das ist ja auch mal so. Wenn wir die halbe Milliarde... Nee, Also das Ding ist ja, es funktioniert ja tendenziell alles. Es ist ja aber so, dass wir natürlich noch viel mehr produzieren können. Wir müssen ja irgendwann dran denken, dass wir Serverräume brauchen. Richtig, ja. Richtig. Und da nähern wir uns ja so langsam, jetzt sind wir 93. Ja, das ist, lass uns einfach sagen, wir ziehen 94 zu 95 um. Was? Achso, ja. 94 auf 95? Ja, ja so ungefähr. Das ist doch gar nicht verkehrt. Im Monat 10 fangen wir an umzuziehen. Weil es Weihnachten, da haben wir alle Spiele schon veröffentlicht, da kaufen die Leute ihre Spiele und wir richtig. Ziehen einfach um, weil da wird keiner mehr was Neues produzieren in der Zeit. Finde ich nicht verkehrt. Ja, Gods of Space könnte man noch irgendwas machen, dass wir da vielleicht was abverkaufen, oder? Aber warten. Naja, wie sieht's denn aus? Was ist denn da noch? Also ja, man könnte jetzt sagen, man verkauft die Restbestände, aber ich glaube, Gods of Space kann man nicht mehr viel machen. Also Preis noch, war... Ich hab nicht aufgepasst. Gods of Space ist schon bei 9. Okay. Dann... Also da können wir... Was man machen könnte, man könnte... mal gucken, ich weiß jetzt nicht, ob was da drin war, ehrlich gesagt. Würde ich nicht machen, nicht verkehrt. Das sind die alten. Also man könnte jetzt sagen, man verkauft jetzt hier die 100.000 und produziert nochmal 50.000, aber mit weniger Inhalt ist Quatsch, ne? Bei 22 Millionen. Alter, 36,3. Ja, das ist schon richtig, richtig, richtig gut. Und hier wäre Sexy Monsters, würde ich sagen. Ja, läuft konstant gut. Also hat fast die halbe Million und hat schon 1.000 Dollar Gewinn gemacht. Ja, aber jetzt kommen wir in die Gewinnzone mit dem Spiel. Jetzt geht es nämlich ab. Und wenn wir dann mit dem Preis runtergehen, wird sich der ein oder andere gucken. Da kannst du noch mal eine Million hinterher produzieren. Auf dem Flohmarkt wird sich da umgedreht. Ja. Also da ich habe das doch letzte Woche fürs Dreifache gekauft. Naja, langsam. The Very Sexy Monsters, ja, läuft noch. Aber ich sage dir, jetzt langsam, vielleicht können wir noch mal ein Update dafür raushauen. Haben wir schon ein Update? Gibt's ein Update für einen interaktiven Film, was soll denn das sein? Naja, weiß nicht. Farbkorrektur, jetzt neu. Besseres Ende, ja. Ich habe da schon mal was gemacht. Angriff der Meereslebewesen kann man auch noch ein Update machen. Das ist ja verrückt. Ja, aber das ist ja immer noch bei 45.000. Das ist ja verrückt. Du, da wolltest du noch warten. Na. Also, ist auch ein bisschen Wettstreit, welches der Spiel... Ja. Guck mal, ich ziehe jetzt nämlich bei mir schon... Eigentlich hätten wir warten müssen und beide gleichzeitig veröffentlichen. Nee. Aber dann hätten sie sich... Vielleicht habe ich ja total Pech, weil interaktiver Film... Ja. Gleich in 11 Wochen als hätte man Minus dasteht. Hätte ich gar nicht geguckt übrigens. Das ist nicht so schlimm. Geschicklichkeit ist nicht so geil. War mein Spiel nicht mit Geschicklichkeit? Nee. Ja, ist ja gut, okay. Ich du solltest ein Update für Angriff der Meereslebewesen machen. Aber da ist doch noch bei 45.000. Mach doch mal bitte ein Update. Naja, du hast ja recht. Update... Angriff der Meereslebewesen. Und dann verkaufen wir es ab und wenn da null ist, dann ändern wir die Verpackungsinhalte und verkaufen es nochmal. Ja, das finde ich gut. So, Very Sexy Monsters hat allein durch die Preissenkung schon mal was gemacht. Ja. Und da gibt es jetzt ja gleich noch das Update. Vielleicht kommen wir, ich bin da guter Dinge. Kann man auch irgendwie mit meinem Spiel noch, kann man noch was verbessern? Ja, guck mal, da wird ja noch alles verbessert hier. Okay, Zaun wird neu gemacht. Animation. Was machen eigentlich die Leute, die hier drin sitzen? Machen die irgendwas? Popeln oder drehen Däumchen oder machen beides gleichzeitig. Finde ich gut. Weil, was wollte ich denn mit denen? Warte mal, ich habe doch vorhin irgendwas überlegt. hier, Grafik war noch, ist nämlich noch eine Menge offen. Auch hier kann man ja auch mal selektieren. Ja, den kann man da mal reinsetzen. Und stattdessen, so pass auf, jetzt gucken wir nämlich mal, da wird ja schon mal einer sein. Ja, nehmen wir mal. Die nehmen wir super im Text. So. Jetzt wird hier schön die Grafik gesetzt. Aber ich will doch schreiben. Male deine Schreibdings, Kacke. Ja. Und jetzt schneller. So, 100.000 noch von naja. Ja, ist aber bei 22 Millionen Gewinn ist das jetzt nicht. So, guck mal, ich gehe mal hier auf 20, wa? Hä, wieso? Nein, noch nicht. Bis auf 25 bleiben und das abverkaufen? Ja, abverkaufen und dann nehmen wir Inhalt raus aus der Packung. Ja, guck mal, gute Idee, du hattest. Kannst du nichts sagen. Ja.
Nur, dass ich den Preis angefasst habe. Ja, und machen wir noch, produzieren wir noch 250.000 für Angriff der Meerseehunde. Aber ich dachte, wir wollen die dann mit weniger Inhalt produzieren. Ja, stimmt, du hast recht. Deswegen danach. Danach. Das ist der Trick dabei. So. Da, ganz wichtig. Danach. Aber wenn ihr noch 100.000 die Woche verkauft, könnten wir nochmal 100.000 machen, weil das kann ja sein, dass wir dann einfach in der zweiten. Was denn? Nix, ich habe nur. Ich dachte, irgendwas ist passiert. Nee, mir ist so gerade eingefallen, dass ich den Sound gar nicht umgestellt habe, aber da kommt der Ton anders. Wenn nicht, mache ich euch den Sound nach. Okay, das ich war nur gerade, ist halt schlecht. Was war gerade? Produzier mal noch Angriff der Meeresgewesen trotzdem nochmal nach, weil wenn wir nochmal 100.000 verkaufen. Ja, das ist aus rein strategischer Sicht. Ja, was haben wir gesagt? Einmal 100.000. So, genau, das ist dann okay, dann haben wir 2 Wochen Ruhe mit dem Ding. Richtig. Hast du recht. Ich habe ein gutes Gefühl bei hier 10 Euro Dislike. The Game. Ja. Ich auch. Das wird insgesamt. Ja, aber warte mal, das ist ja für mich auch sehr gut, weil da kann ich auch Wäre Sexy Monster sein und dann können wir natürlich auch noch 10 Euro sein. Und wir können auch mal Wäre Sexy Bewesen eigentlich auch nochmal. Oder gut. Ja, doch, machen wir Wäre Sexy Bewesen. Weil das läuft besser, das ist wa? Okay, das andere hat auch schon seinen Dienst getan. HCD Forsch. Klar, los geht's. Bams, wenn das bei YouTube mal eintrifft irgendwann mal. 28.000. Dass du da hinguckst eines Morgens und denkst so, huch. Kommt das denn auf einmal her? Würde ich aus Panik, glaube ich, sofort den Kanal löschen. Das ist gehackt worden, Basti, ist gehackt worden. Ja. Ja, das wäre nicht so gut. Ja. Also wäre schon gut, muss man sagen. Also, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Aufmerksamkeit ist ja die neue Währung, die wir so haben. Ne? Muss man ja auch ehrlich sagen, ist ja nicht verkehrt. Ne? Ja. Weil auch gerade, und das hat man ja bei 10 Euro Dislike gesehen. Ja, es motiviert einen auch extrem. Je mehr coole Leute dabei sind, ja, desto besser. Bringt es dir was, aber du brauchst natürlich eine Reichweite, um diese coolen Leute überhaupt erstmal, wie man ja schon im Namen vermuten könnte, erreichst. Ja, die Frage können wir auch mal hier stellen, weil nicht jeder hört den Podcast. Gegen wen sollte Mats oder gegen wen sollte Robin mal antreten in 10 Euro Dislike? Das ist immer interessant, oder? Das könnte man mal überlegen, ja. wobei ich ehrlich gesagt... Also erstmal ist es ein Format zwischen euch beiden, weil ihr müsst ja einen Wettstreit machen, weil ihr seid beide sympathische Typen, die schon in dem Ratsherren-Podcast echt super zusammenspielen. Und man sieht halt auch echt gut aus dabei. Ja. Dafür sind wir aber hübsch. Angriff der Meeresgewesen ist mit dem nächsten Schritt ausverkauft. Ja. Das ist auch super. Und dann produzieren wir nach mit weniger Inhalt. Richtig. Und mit einem günstigeren Preis. Und, im besten Fall ist dein 10 Euro Dislike, das sieht aber von den Werten sehr solide aus, muss ich sagen. Ja, da geht doch ein bisschen was, oder? Ja, der sicher hier. Also da 50% gehen da immer noch. Ja. Aber ich würde behaupten, da bist du... Aber Very Sexy Monster, also Mats, das ist ein solider, guter Verkauf, den du da gestartet hast. Also wirklich beeindruckt bin ich von dem. Naja, und ich hab nur ein Update gemacht bisher. Ja. Nee, 2 waren es bisher. Und guck mal, bleibt auf diesem konstant und so, jetzt nachproduzieren. So, und jetzt pass auf, jetzt gehen wir auf Preis und Packung. Ja. So. Und sagen Spielkarten, Ballon, Aufkleber raus. Grüner Poster lassen wir. Und dafür gehen wir auf 20? Auf... Gehen wir auf 19. 19, okay. Genau. Und dann sagst du, was müsst ihr jetzt produzieren? Musst du es jetzt nochmal machen? Naja, weil wir haben ja nur gesagt, 100.000 erstmal, oder? Machen wir 52.000. Machen wir 52.000. Das klingt auch besser. Ja. Wenn einer fragt, und wie viel, sagst du 52. Jetzt kriegen auch alle das Spiel noch. Das ist halt, guck mal, unser Marktanteil vom CDIV steigt dann noch immer mehr. Also naja, wir sind auch über 100.000, ist natürlich jetzt, wäre schön. Aber das FES Mini, das geht so langsam wach runter. Also da könnte man eigentlich schon mal bald hinsetzen und ein Vorspoil Mini. Ja. Oder ein Vorspoil Mini, ein Vorspoil zu entwickeln. Ja. Das sind auch so Sätze, die gut klingen, einfach. Wir sollten ein Vorspoil entwickeln. Oh nein, warum bricht Angriff der Meeresgewesen so ein? Das hat die Eier gebrochen. Das waren die offenen Bestellungen. Das war immer noch gut. Ach komm, die Ashes. Alles super. Alles hervorragend. Super. Hervorragend, auch 45 Millionen. Ja. Das denke ich, also so. Ja. Nicht schlecht. Sehr gut, Mats. So, warte mal, was ist mit deinem hier? Da brauchen wir noch hier den Sound. Ich möchte das schon noch jetzt. Ja, das machen wir jetzt. Die Folge, also machen wir. Wir haben ja auch noch Zeit. Ja, ich weiß. In der Zwischenzeit können die Kollegen und Kolleginnen. Ja, mal von EA. Die Kolleginnen und Kollegen erstmal ein bisschen Kopierschutzschütze einfügen. Kopierschutz einfügen. Finde ich gut. Ja. Guck hier. Ach, Animation gibt es auch noch. Ja, warte mal, da sind wir natürlich, ich greife dir mal unter die Arme, also per Chef, ja. Ah, das ist nett von dir. Sag mal, dass wir hier nochmal ein bisschen drauflegen, dann geht's nämlich 50% schneller. Alter, Very Sexy Monsters hast du denn, also das ist ja, also ich meine, okay, wir haben noch nicht so viel, also da hast du auch ziemlich viel Geld reingesteckt, man muss es sagen. Da war schon nicht günstig. Ja, ich meine, wir haben schon 10 Millionen Gewinn gemacht, also ich meine, Standards sind 20 Millionen pro Spiel, ne, das ist schon der Standard, gute Spiele verkaufen sich so bei 50 Millionen. Aber 10 ist da dran. Mit Gewinn meinst du, 15 Millionen Gewinn? Genau, richtig. Ja, sag ich mal. Also, da können die Anleger sich freuen. Wer kann sich freuen? Die Anleger? Ach, die Anleger. Das hast du verstanden? Nix. Nix, ja.
Ja. Ja, schön. Läuft aber, also ich möchte sagen, es ist ja wie gesagt, es ist erstens spät, es ist sehr warm heute, wir sind schon seit Ewigkeiten, auch Basti ja sogar noch länger und dafür haben wir den ganzen Karren nicht an die Wand gefahren und wir haben sogar, finde ich, gut umgesetzt, was uns an Kritik geboten wurde, also in den Kommentaren. Also noch nicht alles, das ist auch vermessen, das zu verlangen von euch. Ja, was? Achso, ja. Wir gehen uns mehr. Ich finde das auch toll. Ich finde ja gut, dass es so Kommentare gibt, die ich mir durchdenke, ja, stimmt, okay. Ja, aber so schlecht sind wir doch gar nicht. Aber dann, wenn ich die Kommentare lese, ach, wir können noch besser werden. Also das Ding ist ja im Internet, es gibt ja immer jemanden, der weiß es besser. Also auch ganz sachlich gesehen gibt es immer jemanden, der weiß es besser. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja. Da habe ich gar kein schlechtes Gefühl, weil wir bemühen uns. Wenn es so lange das sachlich rübergebracht wird. Genau, das ist halt immer eine gute Sache. Da haben wir bisher immer sehr viel Glück gehabt. Danke. So, guck mal jetzt. Ja, hier, das ist das Letzte. Und dann geht's ab. Dann 10 Euro dislike the game. Würde ich ja gerne einen Screenshot eigentlich reinkriegen von Robin und mir. Das geht ja auch. Ja, vielleicht. Jetzt nicht mehr so schnell. Es sei denn, ich mache das total kreativ in der Post. Ja. Nee, glaube ich, lasse ich. So, was ist eigentlich, wenn wir hier zuweisen? Dann sollte das ja schneller gehen, wa? Ja, sieht gut aus. Also, Very Sexy Monsters. Es ist wirklich gut. Also, das ist auch ein, wenn das weiterhin so läuft, ist doch perfekt. Also, innerhalb von 19 Wochen fast eine Million zu verkaufen. Guck mal, Gods of Space hat in 53 Wochen nur 1,5 geschafft. Ja, das ist. Und hier ist der Preis noch völlig überzogen. Ja, das ist Very Sexy Monsters, wird ein riesen Hit. Naja, das weiß ich nicht. Ist es doch schon. Naja, 800.000 finde ich jetzt noch nicht. Das ist ja die Frage, was jetzt als nächstes kommt. In zwei Wochen ist nämlich ein neues Thema. Und wenn dann ein interaktiver Film kommt, dann bam. Dein Spiel ist fertig. Naja, noch nicht ganz. Entschuldigung. Ja, das war nicht. Wollte ich nicht. Okay. So, okay. So, jetzt. Los, hau raus. Ja? Ja, klar. Okay. Jetzt veröffentlichen. Selbst produzieren. 2 Wochen? Ja. Was möchtest du drin haben? Also ich mag Aufkleber. Ich mag Spielkarten und ein T-Shirt. Aha, der feine Herr. Und was möchtest du haben für den Spaß? Was hast du genommen? Ich habe 39 genommen. Dann nehme ich auch 39. Aber liegt ein T-Shirt mit dabei, der ist schlauer Hund. Bist du ein bisschen gespannt, Basti? Ja, ich bin sehr gespannt. Mit was rechnest du? Mit deiner Cheaterei aus dem Internet? 89. 89, ich sag alle, was keine... Naja, 95 ist schwierig, ne? Na, wir gucken mal, was passiert. Oh... No. Eine 89? Also ist auf jeden Fall besser bewertet als meins. Ja? Ja? Nicht schlecht. Eine 92. Also. Grafik ist spitze. Gratulation an die Grafik- und Animationsteams. Der Sound und die Musik hören sich klasse an. Ausgezeichnete Leistung. Die Steuerung ist sehr gut. Eigentlich sind keine Mängel zu finden. Und bei anderen Spielen war genau dasselbe. Und dann stand da eine 69. Ja, aber hier zeigt das Spiel seine Stärken beim Gameplay. Hast du gut gemacht, Basti. Ja, danke. Danke, Internet. Danke, Mats. Für Gameplay hätte man noch besser machen können, aber liegt an den Leuten, die da drin sitzen. Ja. So, na siehste. Dann sag mir noch schnell, was du da produzierst. Na, 1 Million. Sind bei dir. 1 Million. Also das stimmt, dann müssen wir natürlich, und dann müssen wir auch mit Wochen so ein bisschen vergleichen, ne? Ja, das möchte ich jetzt auch wissen in dieser Folge. Ja, ey, klar, machen wir noch fertig. Die machen wir fertig, die Folge. Die Wochen machen wir fertig. Also nicht, dass jetzt einfach stoppt. Können wir mal Gods of Space auch mal rausschmeißen jetzt. Das verkauft ja aber 1000 doch die Woche, also. Ja, naja, hast ja recht. Aber Angriff der Meeres gewesen geht immer noch. Ja, und da kann man, da haben wir dann nicht, da können wir noch ein Update machen, oder? Da können wir noch ein Update machen. Da haben wir erst eins. Ich würde bei Very Sexy Monsters, da habe ich jetzt glaube ich schon 3. Ja. Aber Angriff der Meereslebewesen können wir nur eins geht noch, weil die einfach so gute Fans haben, die brauchen das doch auch. Ich freue mich ja auch. Ich finde es ja, wie gesagt, Mad Games Tycoon ist ja auch so ein Ding, wo ich mich echt freue, dass das noch so gut unterstützt wird. Wir können mit dem Preis theoretisch auch noch runtergehen. Ja, mach das doch. Hatten wir hier schon den Krempel rausgenommen? Ja, ne? Ja. Ja, Hammer. Da mach einfach, komm. Komm gleich. Ja, hast du recht. Und wir nehmen trotzdem noch 14 Dollar gewinnen, wir. Ja, super. Ja, und Very Sexy Monsters bin ich schon ein bisschen runtergegangen. Ich bin ein bisschen gespannt. Das könnte ein interessanter Vergleich werden. Das ist ein sehr interessanter Vergleich. Also vor allem jetzt in einer... Was haben wir denn? Würmer und... Was ist das? Würmer? Wir haben Würmer? Was ist das? Ist das ein aktiver Film minus? Nee, das ist Adventure. Hast du aber ein Adventure. Oha, Massi. Ja, hast du natürlich Pech gehabt, ne? Aber es hat einen 91er Preis. Ja, das stimmt. Das könnte völlig reichen. Das könnte völlig reichen. Ja. So, das behalte ich mal im Auge. Ja, da geht es jetzt langsam Ende entgegen. Aber es ist ja... Ach, guck mal, jetzt kann ich das ausverkaufen lassen. Dann nehme ich ein bisschen was raus. Und dann
Knüppel ich nochmal hinterher. Ja, ich möchte, dass du die Strategie genauso fährst wie bei dir, bitte, bei meinem Spiel. Ich weiß nämlich nicht, was du gemacht hast. Ja, da, 92, ey. Meine Fresse, war da. Denkst du dir, der Wazzi müsste eigentlich direkt noch was, aber machen wir nächste Folge. Ja, nee. Nächste Folge fangen wir wieder an mit einem schönen Spiel. Ja. Aber jetzt wird es erstmal gleich interessant, weil Wazzi Spiel hat, ist teuer. 16 Millionen gekostet. Ja. Aber gucken, was es bringt. Mainz hat 16 Millionen eingespielt. Ja, ich sag mal, da siehst du schon so, wo die Reise hingehen könnte. Ja. Aber guck mal. Alter, Angriff der Messe. Oh, Verkauf startet aber doppelt so gut. Ja, das ist, startet aber doppelt so gut. So, guck mal. Aber heißt ja nicht, dass es doppelt so gut bleibt. Das ist ja auch ein Hype-Spiel, ne? Muss man auch sagen. Hast du jetzt schon den Packungsinhalt geändert? Ja. Ja, da hatten wir schon alles. Sehr gut. Ich verstehe. Ja, das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, doppelt so gut. Das ist für einen Start, ist nicht verkehrt. Ja, aber du hast einfach mal 23 Wochen fast keinen Verlust gehabt. Also 20 Wochen stabil. Ja, stimmt, ja. Aber ich glaube, bei dir steigt es jetzt erstmal. Es könnte sein, dass jetzt zweite Woche auch nochmal über 100.000 geht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Schauen wir mal. Würde mich sehr freuen. Aber das, ja, komm, wir gucken, wie die zweite Woche abfahren. Ich möchte noch ganz kurz meinen Sexy Monsters nochmal updaten gleich. Ja, also klar, mit Dings. Wir sind schon fast die 600 Millionen. Ach komm, jetzt verkauf doch mal den Scheiß aus, ey. Jetzt bricht's gerade ein. Ist aber eigentlich egal, weil ich werde gleich nochmal. Bist du über 100.000 ist ja, das jetzt? Das ergeben. Ja, komm, noch eine Woche können wir abwarten. Wir wollen ja wissen, du willst jetzt unbedingt noch in den Fluss kommen nach vier Wochen, wa? Meine Fresse. Na gut, das ist natürlich auch ein Preis und die Wertung und der Inhalt. Nee, wäre ich mal, weißt du, was das Ding ist? Die Leute gehen in den Laden und denken, ach, 10 Euro kostet das nur. Bei was jetzt? Ach so, weißt du, ach so. Und dann kommt an die Kasse und dann trauen sie sich nicht an. Nee, doch, ich will es nicht. Dann ist denn das unangenehm, das zu sagen. Ja. So, das ist nämlich wirklich fies. Aber so sind wir halt fies. Naja, wir müssen irgendwo müssen wir unser Reichtum vermehren. Ja. So funktioniert es ja. Jawohl. So, jetzt wäre Sexy Monsters ist jetzt so. Und jetzt gehen wir nämlich auf... haben wir die Tür abgerissen. Wäre Sexy Monsters, dann sind wir die Spielkarten, den Ballon und den Aufkleber raus. Ja. Gehe dafür aber auf 90... auf... ach nee, können wir... 20er. So. Okay. Mhm. Und dann produziere ich nochmal eine halbe Million. Eine halbe Million? Du wirst dich. Ja, das ist okay. Ich meine, der ist ja ein Plus. Ist alles gut. Du wirst, ja, es ist natürlich jetzt gefährlich für meinen. Ich habe aber so den Verdacht, dass sein Spiel, ich glaube, schon in der dritten oder vierten Woche überholt. Ja, das ist aber fies, weil ich das Internet befragt habe. Naja, du hast aber dafür auch hier Würmer. Ich habe Würmer, danke, was. Bitteschön. Ja. So, naja gut, okay, dann warten wir das noch ab und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde nur noch mal gerade die nächste Woche einfach spaßeshalber noch mal abwarten, also die sie jetzt kommt. Ja, ich will die unbedingt abwarten, weil ich will wissen, ob das Verkaufsding weiterhin so anhält oder ob es jetzt... Guck mal, wer ist denn... Oh, hast du das gesehen? Nee, ich habe nichts gesehen. Warte, Pause. Ach, schade, weil wir waren, guck mal, es war tatsächlich nochmal auf 30.000 hochgegangen. Ich war gerade hier bei 999.999 und du bist nach fünf Wochen fast schon im Plus. Ja. Ich halte es ja nicht aus. Ja. Aber dem CDI hat es nicht so gut getan. Ist nicht so schlimm. Ist eliminieren wir noch. Ich würde sagen, jetzt 10 Euro Dislike könnte man auch langsam das Update entwickeln. Aber was sagte er nach 5 bis 6 Wochen? Also würde man jetzt noch eine Woche kommen. Wir waren noch kurz eine Woche ab, bis im Plus ist. Okay. Dann können wir theoretisch deinen Update-Kram schon anschmeißen. Und ob das dann funktioniert, können wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich sag mal, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ja. Übrigens auch das andere Let's Play hier, ne, was es noch gibt auf diesem Kanal. Ace Attorney, ja, ja, sehr, sehr spannender Anwalt für Let's Play. Sehr gut. Ja, ob es spannend ist, wollen wir nochmal gucken. Doch. Weil ich habe mich an einigen Stellen nicht so schlau Also, Adam X, guck dir, 3 Millionen verkauft. Also wirklich gut. Da müssen wir nochmal produzieren. Ja. Also. Und herzlichen Glückwunsch, bist schon 3 Millionen im Plus. Ja. Also dürfte eng werden zeitlich für mich. Warte mal ab, was ist? Habe ich jetzt ein Update rausgebracht? Nee, noch nicht. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Naja, weil läuft doch. Machen wir nächste Folge. Hervorragend, Basti, jetzt haben wir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Es war ein schönes Feierabendritual, was Danke. Wir haben. Danke. Etwa viel. So. Viel. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wiedersehen.